Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich starte jetzt mal eine neue Videoreihe, denn ich brauche ein bisschen Abwechslung. Und zwar Thema Survival-Medizin. Dazu, bevor ich jetzt gleich auf den Deckel bekomme, dass ich es mir anmaße, auch nur ansatzweise dazu was zu erzählen, weil alle Videos, die ich dazu gefunden habe, waren ziemlich gedaumt. Schönes Wort, das sollte ich mir patentieren lassen. Ich habe aber auch nur ganz wenig zugefunden, was mich jetzt wieder daran bestätigt, dass ich dazu jetzt mal was erzählen möchte. Es ist so, es gibt kein allgemein anerkanntes Survival-medizinisches Wissen, denn ein richtiger Arzt würde niemals sagen, zum Laien, mach das so oder so, wenn ich nicht da bin. Der würde sagen, komm zu mir. Und das ist auch vollkommen richtig und das wäre jetzt das allererste, was ich anmerken möchte in dieser Einführung zum Thema, dass all das, was irgendwie in den Bereich der Survival-Medizin reinfällt, eine beschissene Idee ist. Das ist so ziemlich die zweitblödeste Idee, die man haben kann und macht demzufolge nur dann Sinn, wenn die noch blödere Idee darin besteht, dass man sich hinlegt und stirbt. Nur wenn die Alternative also in hinlegen und voraussichtlich sterben besteht, dann macht es Sinn, irgendwelche sogenannten Survival-medizinischen Techniken anzuwenden. Soll also heißen, nach Möglichkeit bitte gar nicht erst versuchen, in eine Situation zu kommen, in der man so ein Survival-medizinisches Wissen wirklich praktisch anwenden müsste, könnte, sollte, sondern erstens immer vernünftiges Verbandsmaterial und vielleicht noch Medikamente für den persönlichen Bedarf dabei haben. Letzteres ist umstritten, kann jeder machen, wie er selber möchte. Ich persönlich habe ja normalerweise kaum Medikamente dabei und denke mir, solange ich jetzt in einem normalen, im Wald rumstapf-Szenario mich befinde, also in der Realität eben, brauche ich nichts, weil ich bin jedes Mal wirklich schnell genug daheim. So schnell werde ich nicht krank, dass ich nicht rechtzeitig zu einem Arzt kommen würde. Und notfalls hat man dann halt doch meistens noch ein Handy in der Tasche oder hockt sich an irgendeinen Waldweg in Deutschland. Da kommt auch innerhalb von 24 Stunden mit Sicherheit mal irgendwer vorbei, der dann mit ziemlich großer Sicherheit ein Handy dabei hat oder so gut zu Fuß ist, dass er Hilfe holen kann. Sprich, unter normalen Bedingungen braucht man diesen Survival-medizinischen Krempel nie. Und das ist auch gut so, denn das ist alles hoch fragwürdig, was es da alles für Methoden gibt. Und ich möchte es nochmal betonen, die machen nur dann Sinn, wenn man sich wirklich in einer Situation befindet, in der absolut kein Arzt zu bekommen ist und in der man auch keinerlei moderne Medikamente, Verbandsmaterialien oder irgendwelches medizinisches Zubehör besitzt oder da auch nicht rankommen kann. Nur in diesem super unwahrscheinlichen Szenario macht Survival-Medizin Sinn und ich möchte auch dringend davon abraten, das zu Trainingszwecken mal an sich selber auszuprobieren, weil man einfach mal wissen möchte, wie funktioniert es denn, selbst wenn man quasi den Arzt als Backup ein paar Kilometer weiter in seiner Praxis sitzen hat, ist es immer noch eine richtig blöde Idee, dann sowas an sich selber auszuprobieren. Ich möchte also davon abraten, nochmal, macht das nicht, nur damit mir jetzt keiner unterstellen kann, dass ich irgend sowas in der Richtung gesagt habe. Was ich jetzt bezwecke mit diesen Videos, ist nur, dass ihr das einfach mal wisst, beziehungsweise mal gehört habt, beziehungsweise ich möchte mich selber in diesem Sektor noch mal mehr weiterbilden als das, was ich schon weiß. Und wenn ich das eh schon alles recherchiere, dann kann ich es euch auch quasi gleich erzählen. Und wichtig, wir können das Ganze dann auch diskutieren. Wenn also jemand anderer Meinung ist, bitte gerne einen Kommentar da lassen. Und dann können wir auch gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen und vielleicht zusammen eine, so gut das eben geht, optimale Lösungen für dieses schwierige Thema finden. So, das wäre jetzt so das technische Vorgeplänkel gewesen. Gibt noch mehr Vorgeplänkel. Nämlich rechtliche Hintergründe zur ersten Hilfe. Mir persönlich wichtig, dass ich es euch mal gesagt habe, dass man hinterher nicht mir sagen kann, ich hätte es nicht gesagt. Nämlich, wenn ihr jemandem helft, und das müsst ihr ja, weil sonst habt ihr ja unterlassene Hilfeleistungen begangen, ihr seid ja verpflichtet, jemandem zu helfen, der verletzt irgendwo rumliegt, dann müsst ihr mal auf eure Selbstsicherung erstmal achten. Sprich, nicht ins brennende Auto rennen und einen rauszerren. Zumindest müsste man das rechtlich gesehen nicht tun. Wenn man das dann trotzdem tut, dann ist man selber blöd. Oder auch nicht, kommt ja darauf an, um wen es sich handelt. Wenn es die Frau oder Freundin oder Tochter oder sowas in der Richtung ist, dann ja,
wie gesagt, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Erst Selbstsicherung beachten und dann zweitens kann man normalerweise, wenn man bei was hilft oder versucht zu helfen und ein Laie ist und eigentlich nicht so genau weiß, was man tut, normalerweise nicht dafür belangt werden, wenn man dann mehr Schäden anrichtet, als vorher schon da waren, weil man ja versucht hat zu helfen. Normalerweise. Es mag krasse Fälle geben, in denen jemand dann den Arm amputiert, weil sich einer in den Finger geschnitten hat. Das wäre wahrscheinlich dann auch für den Laien zu erkennen, dass das keine so gute Idee gewesen ist. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass, wenn ihr jetzt jemanden, der verletzt im Wald liegt, helfen wollt, und derjenige hat einen Rucksack nebendran liegen, in dem sich ein Verbandspäckchen befindet, zum Beispiel. Und dann kommt ihr auf die Idee, ihm Moos lieber auf die Wunde zu drücken, weil ihr gerade irgendwelche Survival-Techniken trainieren wollt. Dann ist das doof und dafür könnt ihr dann wahrscheinlich auch belangt werden. Worauf ich also hinaus möchte, sofern es sich jetzt nicht um einen wirklich, wirklich guten Freund in einer Situation, in der Survival-Medizin notwendig ist, handelt, sollte man das an anderen Personen schon gar nicht anwenden. Also an sich selbst, na gut, wenn man dann halt eben, dann, da ist man wenigstens selber schuld und hat sich selber verstümmelt. Aber einen anderen mit sowas dann möglicherweise verhunzen, da muss man wirklich vorsichtig sein, auch aus rechtlicher Sicht, weil das eben nicht vorgesehen ist vom Gesetzgeber. Vorgesehen wäre verbinden mit Verbandmull und Verbandspäckchen, Mullbinde, sterile Kompresse, Dreiecktuch, all diese schönen Dinge, die in einem guten Verbandspäckchen drin sind. Rechtlich gesehen ist es auch schon nicht in Ordnung, irgendwem irgendwelche Medikamente oder irgendwas anderes als Wasser anzudrehen zur Wundreinigung, in Anführungszeichen. Sprich, sobald ihr schon mit dem Desinfektionsspray ankommt, könnt ihr möglicherweise rechtlich gesehen schon auf den Deckel bekommen. Das habe ich in meiner Zeit beim Schulsanitätsdienst gelernt. Ist schon demzufolge ein paar Jahre her, wie man sich dann entsprechend denken kann, wenn das Schulsanitätsdienst heißt. Hab das, glaube ich, 2 Jahre lang gemacht. Wir hatten ein paar Fälle, wo es winzig kleine Verletzungen gab, so à la 2 Schülerinnen attackieren sich mit dem Zirkel. war ganz lustig, war nur ein, nicht. Und die haben wir dann von oben bis unten verbunden, weil wir einfach mal ausprobieren wollten. Yeah, ein Patientin, yeah. Und hübsch war sie auch noch. wie dem auch sei, jedenfalls daher beruht meine sanitätsdiensttechnische Erfahrung. Hab dazu auch wirklich eine umfassende Ausbildung bekommen, ist natürlich lange her. Und jetzt möchte ich dann noch anmerken, nach den Hinweisen auf den rechtlichen Hintergrund. Ich will hier gar nicht auf irgendwelche normalen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingehen. Also wie man Herzdruckmassage durchführt, die olle stabile Seitenlage, die jetzt irgendwie anders heißt und inzwischen anders aussieht, als ich die mal gelernt habe. Ich muss das mal dringend mal wieder auffrischen. Was weiß ich, Anlegen vom Fingerkuppenverband, wie man aus einem normalen Pflaster einen Fingerkuppenverbandspflaster macht und all so ein Krempel, das machen andere Leute, namentlich zum Beispiel der Busch-Sani, viel besser und kompetenter als ich, und da will ich mich überhaupt nicht einmischen. Was aber halt eben da gar nicht gibt, weil man das auch irgendwo nicht sagen möchte, ist der Richtung derjenigen, die sowas gelernt haben und professionell betreiben, ist eben diese furchtbar schrecklich miserabel bescheuerten survival-medizinischen Techniken, die, wie gesagt, nur dann Sinn machen, wenn die Alternative daran besteht, hinlegen und warten auf den Tod, der dann mit Sicherheit auch eintritt. Nur dann, wirklich nur dann machen die Sinn, und deshalb kann ich auch wirklich verstehen, dass jeder, der irgendwas mit Medizin professionell zu tun hat, dazu wirklich nichts sagen möchte, zu irgendwelchen Kräuterchen auf die Wunde tun, oder bestenfalls halt sagt, Kräuterchen auf die Wunde tun ist eine beschissene Idee. Im Übrigen, auch ich bin der Meinung, dass Kräuterchen auf die Wunde tun in allermeisten Fällen eine beschissene Idee ist. So, und der letzte Punkt im Vorgeplänkel wäre dann, dass, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr schon das eine oder andere Video von mir gesehen habt, ich ein Anhänger der Naturwissenschaften bin. Die Naturwissenschaft hat immer recht. Sollte die Naturwissenschaft mal nicht recht haben, dann müssen wir noch mehr forschen und damit wir dann wieder recht haben. Aber in der Regel haben wir recht. Oder wir wissen es nicht. Dann behaupten wir aber auch nicht, dass wir es wissen. Und wenn wir sagen, dass wir es wissen, dann haben wir auch recht. So, wäre das geklärt.
Jetzt mag es Fälle geben, wo gerade eben zum Beispiel in Deutschland Outdoor Survival YouTube Bereich es Dinge gibt, die relativ weit verbreitet sind und als toll gelten. Zum Beispiel den Ollen Wegerich, beliebigen Wegerich, Spitzwegerich, Breitwegerich, Alpenwegerich, Sandwegerich, völlig Wurst, dessen Saft, dessen Milchsaft, wenn man so möchte, sich auf Insektenstiche drauf schmieren, damit die Schwellung zurückgeht, die Entzündung nachlässt und die dann weniger jucken. Jupp, das funktioniert. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, boah, Wegerich hat entzündungshemmende Wirkung. Jo, stimmt. Aber das Problem ist, mit entzündungshemmender Wirkung kommt ihr in einer Notsituation, in der ihr keine Möglichkeit habt, die Ursache der Entzündung zu bekämpfen, überhaupt nicht weiter. Eine Entzündung ist nämlich eine Reaktion des Körpers, die darauf hindeutet, dass dort richtig gearbeitet wird. Das schafft das Immunsystem. Und die einzige Waffe gegen Krankheitserreger, wenn ihr keine Medikamente, professionelle Medikamente habt, ist euer eigenes Immunsystem. Und wenn ihr das dann in seiner Arbeit behindert, indem ihr zum Beispiel irgendwelches entzündungshemmendes Zeug draufschmiert, noch und nöcher, und dann der Meinung seid, hey, die Entzündung ist zurückgegangen, ich bin geheilt. Nein, dann habt ihr die Immunantwort eures Körpers verhindert und die Krankheitsursache kann dann ganz in Ruhe sich weiter ausbreiten und dann werdet ihr daran mit ziemlicher Sicherheit zugrunde gehen. Außer ihr kriegt dann eine so große Gesamtsystementzündung, kompletter Körper, Fieber, dass das dann tatsächlich funktioniert, um den Krankheitserreger dann erfolgreich zu bekämpfen, weil ihr nicht mehr in der Lage seid, euer Hirn zu verwenden, um euch selbst Schaden zuzufügen. So, und damit habe ich jetzt mindestens 30 Daumen runter und habe mich unbeliebt gemacht und damit dürfte auch geklärt sein, welche Fraktion von Leuten meine weiteren Videos, die in dieser Reihe erscheinen, vielleicht nicht unbedingt anguckt, denn als Anhänger der Naturwissenschaften glaube ich halt eben nur sehr, sehr, sehr begrenzt an die Pflanzenheilkunde. Es gibt Pflanzen, die nachweislich gewisse medizinische Wirkungen haben, die dann auch nützlich sind. Eine davon, um sie gleich mal zu nennen, ist die Weidenrinde, die halt wirklich nachweislich Aspirin in Anführungszeichen enthält. Klar, gibt es, aber auch bei solchen Heilpflanzen, die wirklich Heilpflanzen sind, wo das auch nicht umstritten, auch schulmedizinisch quasi anerkannt, halbwegs anerkannt zumindest, ist, bei denen gilt auch, dass man mit der Dosierung da einiges falsch machen kann. Deshalb beschränkt sich es eben wirklich auf Pflänzchen, die nur einen Wirkstoff enthalten, den man nur ganz schlecht überdosieren kann oder der, sagen wir mal, unproblematisch zu dosieren ist, womit wir wieder bei der Weidenrinde wären. Das ist so die Heilpflanze schlechthin, wenn man eine unumstrittene Heilpflanze jetzt hier eben nennen soll, möchte. Letzteres möchte ich. Und ich hoffe, damit wissen wir jetzt, wo wir stehen. Ihr wisst, wie diese Videos dieser Reihe zu verstehen sind und ich werde auch grundsätzlich mehrfach auf dieses Video dann verweisen, damit ihr euch dann genau klar machen könnt, wie das bitte zu verstehen ist, was ich hier von mir gebe. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn irgendwas ist, dann macht ein Pflaster drauf, habt ein Pflaster dabei, macht einen Verband drauf, habt einen Verband dabei. Geht damit zum Arzt und nicht irgendwelche sonstigen Techniken und so weiter und so fort anwenden. Immer so, wie man es lernt in einem Erste-Hilfe-Kurs, in einem Sanitätskurs und von mir aus auch bei diesen lebensrettenden Sofortmaßnahmen, so hießen die zumindest früher mal beim Führerschein, das machen, was ihr da gelernt habt und damit zum Arzt. Wenn ihr euch mitten im Wald befindet, ruft den Arzt, dann kommt der Arzt in Form von Krankenwagen oder sogar vom Helikopter. Macht sowas immer, bevor ihr irgendwelche blödsinnigen Survival-medizinischen Maßnahmen ergreift. Nur wenn das nicht mehr geht, sämtliche anderen Methoden, die mehr Sinn machen, nur dann. Haben wir uns jetzt hoffentlich verstanden und liebe Kinder, nicht nachmachen. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Video.